Und diese Lampe, die habe ich mitgebracht, weil sie hat ja sie hat in einem ganz kleinen Dorf in Serbien, im Süden von Serbien mit ihrer Großmutter gelebt, ohne Wasser und Strom. Und diese Lampen gab es. Wahnsinn, ja. Ja, und deshalb habe ich die heute mitgebracht, weil das ist eine Lampe ihrer Kindheit. Liebe Lisa, kannst du denn mal sagen, was heute hier stattfindet? Ja, heute ist die Wiedereröffnung dieses Erzählcafés, was aber sehr traditionsreich ist, da es ja schon 30 Jahre gibt. Also wie sie diese beiden Welten zusammenbindet. Einmal bis zu 15 Jahren hat sie im Süden von Serbien gelebt, in einem kleinen Ort, Kaczmare, ohne Wasser und Strom, mit ihrer Großmutter und den Tieren. Und dann ihre Mutter war hier im Exil und hat sozusagen das Überleben für die Familie erarbeitet. Und dann als 15-Jährige kam sie hierher. Und dann wurde sie wieder zurückgeschickt und als Erwachsene kam sie wieder und hat dann hier eine Dolmetscherausbildung gemacht und ja, und hat jetzt über dieses Exil, über dieses Ankommen und Weggehen und sich zurechtfinden ein wunderbares Buch herausgegeben und hat noch eine Überraschung dabei, die ich aber jetzt nicht verraten möchte und dachte, so von meiner Geschichte her wäre das ein wunderbarer Aufhänger, weil wir auch eine lange Geschichte in Ex-Jugoslawien, Bosnien-Herzegowina haben. Und wir wurden damals zusammengebracht von einem Diplomaten mit der, wie man so sagt, mit dem Ausdruck, meine Damen, lernen Sie sich kennen. Und das haben wir gehen jetzt schon so 15 Jahre miteinander und haben bei dieser Spurensuche schon ganz viel von uns entdeckt.